Du kannst im Fernseher, aber kriegst deine Scheißfresse nicht auf, ne? Mein Knutschi. Ey Leute, seid ihr regelmäßige Zuschauer dieser Reality- und Trash-TV-Formate? Ihr wisst es vielleicht über mich, ich bin's nicht wirklich. Aber ich sehe auf Social Media immer wieder Ausschnitte und krieg auch Dinge von meinen Freunden mit, die solche Sendungen ab und zu anschauen. Ein neuer Skandal hier, weil er sie mit ihr betrogen hat und dann ist sie dafür fremdgegangen, hat das und das gemacht. Und ich habe da letztlich so drüber nachgedacht und irgendwie dachte ich mir so, wow, stimmt. Diese Sendungen schauen sich wirklich viele Leute an und hat möglicherweise das, was sich diese Menschen tagtäglich anschauen, Impact auf ihr Liebesleben. Das habe ich mich gefragt. Mein Gefühl vorab ist nämlich, wenn sich vergebene Personen einen Lapdance geben lassen oder intensiv flirten, soll einen das als Zuschauer fast kalt lassen, weil es ja kein Kuss und kein Sex ist und damit kein richtiges Fremdgehen. Dabei ist das doch eigentlich schon viel zu viel, oder? Irgendwie machen mir diese Entwicklungen im Hinblick auf Respekt und Treue in Beziehungen ein Stück weit Angst, weil Reality von einem signifikanten Teil der Gesellschaft angeschaut wird und somit auch viele Menschen beeinflussen kann. Warum mir das Angst macht, darum geht's in diesem Video heute. Kapitel 1, Faktencheck. Im Jahr 2012 ging nach der Dating-Plattform Elitepartner noch jeder fünfte Mensch in einer Beziehung fremd. Im Jahr 2020 gab es dann ebenfalls eine Statistik von Elitepartner, die gezeigt hat, dass sich die Zahl mittlerweile fast verdoppelt hat und knapp jede dritte Person in einer Beziehung schon mal fremdgegangen ist. Genauer gesagt gehen zumindest nach dieser Quelle 31% der Frauen und 27% der Männer mindestens einmal fremd. Insgesamt ist aber auch interessant die Beobachtung, dass sich über die Jahre verändert hat, was als Untreue angesehen wird. Anfang 2018 zählten noch 96% einen One-Night-Stand als Betrug, mittlerweile sind es 82%. Weiter geht's, einen Bordellbesuch zählten vor 6 Jahren noch 96% als Fremdgehen, heute sind es nur noch 67%. 67%, das heißt 33% sagen, dass ein Bordellbesuch kein Fremdgehen wäre. Wie führt ihr eure monogamen Beziehungen? Wie, was? Es verwirrt mich. Und auch das hier, Fremdküssen haben 2018 noch 81% als Fremdgehen bewertet, heute sind es nur noch 57%. Frauen sind bei der Bewertung, wann Fremdgehen anfängt, aber strenger als Männer. Zum Beispiel ist das Anmelden auf Dating-Apps wie Tinder nur für 55% der Männer ein Betrug, bei Frauen liegt die Zahl aber bei 71%. Es scheint außerdem so, dass Menschen heutzutage mehr zwischen körperlichen und emotionalem Betrug unterscheiden. Also körperlicher Betrug wäre zum Beispiel ein Bordellbesuch oder ein One-Night-Stand mit einer anderen Person, während emotionaler Betrug eher sowas ist wie mit einer Person schreiben oder sich in eine andere Person zu verlieben. Einige Menschen vertreten mittlerweile die Meinung, dass körperliche Erfahrungen mit anderen nicht die starke Bindung zwischen zwei Partnern stören oder verletzen kann. Ganz im Gegenteil, dass es die Beziehung möglicherweise sogar stärken kann, wenn die körperlichen Bedürfnisse außerhalb der Beziehung befriedigt werden. Und ey, ganz grundsätzlich ist das natürlich auch voll in Ordnung, wenn es beidseitig abgesprochen ist. Dann ist das Ganze entsprechend ja auch kein Fremdgehen. Wenn man das Ganze aber heimlich macht, dann ist das Ganze natürlich schon verwerflich, denn es kann natürlich sein, dass dein Partner darüber anders denkt. Für mich persönlich, aber das ist wie gesagt meine ganz eigene Meinung, wäre das nichts, weil körperliche und emotionale Bindung für mich miteinander einhergeht. Ich finde, dass körperliche Erfahrungen viel intensiver sein können, wenn man eine emotionale Bindung zu der Person hat, als so substanzlose One-Night-Stands. Ich war noch nie in meinem Leben Fan von sowas. Es hat mir noch nie viel gegeben. Aber ich weiß, dass das andere Menschen anders sehen und deswegen würde ich da auch niemandem reinreden. Dumm ist nur, wenn diese Dinge nicht offen in einer Beziehung kommuniziert werden. Spannend ist auf jeden Fall, und das wissen wir auch aus meinen anderen Videos, es wird immer öfter fremdgegangen. Interessant ist aber auch, dass es immer mehr Reality-Shows gibt. So spricht Dr. Manisha Dixit in einer Studie von einem exponentiellen Zuwachs an Reality-Shows in den letzten 2 Jahrzehnten. In den letzten Jahren sind auch immer mehr Formate aufgeploppt, in denen Fremdgehen essentieller Bestandteil des Show-Prinzips ist. Seit 2019 gibt es zum Beispiel Temptation Island auf RTL. Auf das Format gehen wir jetzt gleich nochmal genauer ein. Netflix produziert seit 2020 die Serie The Ultimatum Marry or Move On, bei der sich Pärchen der Versuchung eines potenziellen anderen Lebenspartners stellen und die meisten dabei kläglich scheitern, weil sie fremdgehen. Es scheint also eine steigende Nachfrage an Fremdgedrama im Reality-TV zu geben. Auch die Psychologin Patricia Frehl hat erkannt, dass innerhalb der letzten Jahre beobachtet werden konnte, dass die Beliebtheit von Reality-TV stetig zugenommen hat und somit im ersten Quartal von 2022 bei 32% lag. Was wir also beobachten können, ist, dass die Quote an Fremdgängern in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft gestiegen ist und auch, dass es immer mehr Reality-Shows gibt, in denen Fremdgehen zum Teil essentieller Bestandteil ist. Ob es dazwischen nun einen Zusammenhang gibt oder nicht, ist leider bisher wissenschaftlich nicht untersucht. Aber sich das Ganze einmal genauer anzuschauen, das finde ich sehr spannend. Und ich persönlich glaube übrigens, dass es durchaus zumindest eine Korrelation geben könnte. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Kapitel 2. Die Gefahr Reality-TV. Ein erster Aspekt. Wenn wir in Reality-Shows immer wieder Aktionen sehen, die wir persönlich früher als Betrug interpretiert hätten, das Ganze in diesen Shows aber nicht als richtiger Betrug oder Fremdgehen thematisiert wird, sondern meistens dem Partner wieder verziehen wird, die Paare zusammenbleiben, dann wird uns dadurch natürlich indirekt vermittelt, dass das Verhalten vielleicht dann in Ordnung
Ordnung ist und sich deswegen auch unsere Grenze von dem, was wir früher als Fremdgehen interpretiert hätten, hin verschiebt zu, naja, ist vielleicht doch kein Fremdgehen. Das Ganze wird auch dadurch verschärft, dass wir im Reality-TV immer nur Ausschnitte zu sehen bekommen. Das sind meistens in Formaten wie Temptation Island die ganz intuitiven und aktuellen Reaktionen des oder der Betrogenen, die ja meistens auch so ein Schockzustand sein können. Vielleicht sind manche auch sofort super traurig, super emotional. Andere sitzen vielleicht auch einfach in diesem Schock nur da und können das gar nicht richtig verarbeiten. Viele wollen sich aber vielleicht auch gar nicht so verletzlich zeigen, weil das Ganze ja immer aufgezeichnet wird. Und dadurch wirkt es in diesen Formaten oftmals so, als würde das Fremdgehen die Person vielleicht gar nicht so verletzen, und auch wie groß die Wirkung davon ist, kriegen wir als Zuschauer gar nicht so sehr mit. Für jeden, der schon mal emotionalen oder körperlichen Betrug miterlebt hat, der weiß, dass das Ganze weitreichende Folgen hat. Es ist nicht nur der Moment, in dem man davon erfährt, sondern es sind die Tage und Wochen danach, die einen fertig machen. Das wird im Reality-TV im Grunde nie gezeigt. Auch was für Konsequenzen darauf folgen, wenn sich ein Paar wegen eines solchen Betrugs trennt, auch das wird fast nie gezeigt. Zum Beispiel, dass man die gemeinsame Wohnung auflösen muss, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis hatte. Der emotionale und seelische Schmerz. Darum geht's logischerweise in diesen Reality-Shows gar nicht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal plakativ bei einem Pärchen genauer an. Ich bin Nasrin, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Josh, bin 31 Jahre alt. Wir sind knapp 2 Jahre zusammen und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. So, wir sehen hier am Anfang alles okay, das Pärchen ist happy, kann ja nicht viel schief gehen, oder? Kurze Zeit später sah das Ganze dann so aus. In deinen Augen werde ich mich auch verlieren, Ruben. Ich hab sein Die gespürt. Ja, er hat also Scheiße gebaut. Ich hatte einen Stiffy, der kam nicht zum Einsatz, aber er war da. Und das ist allein schon sehr, sehr uncool. Im Pool. Und das soll nicht sein. Ja. Zum zweiten Mal bei derselben Frau. Glaubst du, er hat dabei an dich gedacht? Nein, er hat nicht an mich gedacht. Ihr seht also, für seine Freundin geht sein Verhalten viel zu weit. Er überschreitet Grenzen und macht das, was wahrscheinlich die allermeisten von uns unter Fremdgehen verstehen würden. Kurz darauf verzeiht sie ihm aber wieder. Wenn du mir versprichst, dass das, was hier passiert ist, dein größter Ausrutscher in deinem ganzen Leben war und es nie wieder vorkommt, nie wieder. Dann nie gebe wieder. Ich dir die Chance, dass du um unsere Beziehung kämpfen kannst. So, also kurz darauf hat sie ihm wieder verziehen, weil er ihr versichert, dass das Ganze nie wieder vorkommen wird. Ich finde ihre Reaktion schwierig oder nicht nachvollziehbar, wobei es natürlich völlig ihr überlassen ist, wie sie sich verhält und was sie macht. Und das kann jeder selber entscheiden. Mein Problem ist nur, das sehen ganz, ganz viele Menschen, und was damit vermittelt wird, ist, dass man seinem Partner so ein Verhalten einfach wieder verzeihen kann, wenn der nur ausreichend vorgibt, dass es ihm sehr leid tut und er verspricht, dass es nie wieder vorkommt. Auf der anderen Seite signalisiert es auch, dass Fremdgehen einfach so runterargumentiert werden kann. Also, dass man das als Fehler darstellen kann, der ja mal passiert, wodurch ein bisschen die Fatalität dieses Fehlers heruntergespielt wird. Was übrigens danach meistens passiert, was hier natürlich gar nicht thematisiert wird, ist aber, das Vertrauen danach wieder aufzubauen, ist extrem schwierig und dauert auch eine sehr lange Zeit. Wenn sowas passiert, ist es nicht mal eben getan zu sagen, ja gut, ist in Ordnung und man macht sich da keine Sorgen, sondern es kann Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, das wieder aufzuarbeiten. Ein anderes großes Problem an solchen Reality-Shows ist dazu noch, dass oftmals die, die diese krassen Aktionen bringen, also die ihren Partner effektiv betrügen, auch oft mehr Sendezeit bekommen, weil das natürlich, das ist das Drama, das ist die Action, die man sowohl als Redakteur als auch als Zuschauer sehen möchte, weswegen man natürlich noch mal mehr dazu in irgendeiner Form angestachelt ist, als Protagonist einer solchen Show sowas auch abzuziehen. Dadurch bauen manche sogar wirklich richtig Reichweiten auf Social-Media-Accounts auf, und im Grunde runtergebrochen war so das Fremdgehen dann der Startpush für so eine Influencer-Existenz. Ein gutes Beispiel ist Mark Robin, der damals bei Temptation Island seine Freundin betrogen hat und dadurch bekannt wurde und jetzt über 100.000 Follower auf Instagram hat und schon für mehrere andere Formate angefragt wurde. Und ein Stück weit könnten sich dadurch vielleicht sogar auch andere Menschen inspiriert fühlen. Ein bisschen frage ich mich aber auch, was es über unsere Gesellschaft aussagt, dass wir genau solchen Leuten unsere Aufmerksamkeit schenken. Lass uns einen Satz mal mit der psychologischen Seite von Reality-TV beschäftigen. Kapitel 3, Dopamindrucke Reality-TV. Von Natur aus haben wir Menschen ein Interesse an dem Leben und am Drama anderer Menschen teilzunehmen. Im Hinblick auf unsere biologische Entwicklung war das wichtig, um zu überleben, weil man sich so eher vor potenziellen Gefahren schützen konnte. Je mehr man sich umhört und je mehr Informationen man von anderen Menschen auch über andere Menschen hat, umso besser können wir einschätzen, wie sie ticken und ob sie eine potenzielle Gefahr für uns darstellen. Wie die sozialen Medien auch, geben uns Reality-Shows die Möglichkeit, in das Leben anderer Menschen einzutauchen, ohne aktiv daran teilzunehmen. Uns passiert also nichts, wenn sich die Person, die man dort beobachtet, als Gefahr herausstellt. Gleichzeitig löst es aber diese Faszination in uns aus, uns mit dieser Person zu beschäftigen. Dadurch bieten uns Reality-Shows auch die Möglichkeit, indirekt Dinge auszuleben, die wir uns im echten Leben niemals trauen würden. Das ist dann eine sogenannte stellvertretende Befriedigung. So nennt es die Psychologin und Reality-TV-Expertin Dr. Dina. Reality-Shows sind grundsätzlich so konzipiert,
4, dass die einzelnen Protagonisten von vornherein in eine bestimmte Rolle gesteckt werden. Leute werden ja vorab gecastet und die Produktionen gucken natürlich schon, dass möglichst unterschiedliche Typen an diesen Shows teilnehmen, die das größte Konfliktpotenzial bieten. Und am Ende wird natürlich auch alles so geschnitten und dargestellt, wie es die Produktion möchte. Und man hat da wirklich unfassbar viele kreative Freiheiten. Wie in jeder Geschichte gibt es auch in Reality-Shows Helden und Bösewichte, bei denen man entweder mitfühlt oder sie verurteilt, was starke Emotionen in uns auslöst. Die Emotionen, die man als Zuschauer bei einer solchen Show empfindet, sind oft sehr, sehr stark, weil sie uns schnell an Situationen aus dem echten Leben erinnern, die wirklich so eintreten könnten. Ne? Zum Beispiel vom Partner betrogen werden oder das Gefühl, dass man seinem Partner von vornherein nicht vertrauen konnte und sich das bewahrheitet. Gleichzeitig verschwimmen zwischen Show und Realität die Grenzen, weshalb uns Reality-Shows nochmal realer vorkommen als Filme, die man sich so anschaut, bei denen man im Grunde ja einfach weiß, dass sie geskriptet sind, weswegen uns Reality-Shows zum Teil noch mehr emotional mitnehmen, als das Filme tun. Dabei dreht sich im Reality-TV alles um Drama und umfasst Emotionen wie Wut, Überraschung, Hass, Trauer und Spannung. Jeder von diesen Emotionen setzt unser Gehirn Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin aus, was uns ein Gefühl von Belohnung oder Aufregung gibt. Das ist im Grunde ein ähnliches Gefühl, was wir empfinden, wenn wir so dieses Doomscrolling durch unser Handy machen. Shows wie Temptation Island bietet all diese Emotionen gleichzeitig. Und weil einige meiner Zuschauer diese Show vielleicht gar nicht kennen, hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt, der beschreibt, was diese Show ist. 2 Wochen lang verbringen 4 Paare getrennt voneinander die wahrscheinlich aufregendste Zeit ihres Lebens, umgeben von jeweils 12 heißen Singles. Erst zum Schluss werden wir erfahren, wer besteht den ultimativen Treuetest. Der Inhalt dieser Show ist halt legit, einfach Leute dazu zu verleiten, fremd zu gehen. Ist crazy. Es gibt Studien, die den Zusammenhang zwischen Schaulust und dem Konsum solcher Serien belegen konnten. Bedeutet, dass wir Reality-TV schauen, um unsere voyeuristischen Bedürfnisse zu befriedigen. Und umso stärker wir die verspüren, umso mehr Reality-TV schauen wir auch. Menschen mit dieser Schaulust, die auch Voyeurismus genannt wird, verspüren die Neugier, Einblicke in die Privatsphäre von anderen Menschen zu bekommen. Sie möchten also die Sachen sehen, die eigentlich nicht für ihre Augen bestimmt sind. Es kann eigentlich alles sein, wie man intime miteinander wird oder zum Beispiel, wie sich Leute streiten. Dinge, die man in der Öffentlichkeit halt so eigentlich niemals von anderen sehen würde. Aber durch das Reality-TV und das Gefühl, mit versteckten Kameras alles mitsehen zu können, wird eben genau diese Lust befriedigt. Wir haben gecheckt, warum Leute Reality-TV gucken. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Fremdgehen. Auf Social Media gibt es meistens Mengen an Rechtfertigungen dafür, warum fremdgegangen wurde und was da genau Dramatisches passiert ist. Das gucken wir uns im nächsten Kapitel gerade nochmal genauer an. Kapitel 4, billige Rechtfertigung. Die Personen, die fremdgegangen sind, bekommen meiner Meinung nach in diesen Shows ein Stück weit zu viel Sendezeit, in der sie ausgiebig versuchen zu erklären, warum sie fremdgegangen sind und warum das eine Rechtfertigung hatte. Wodurch ich das Gefühl habe, dass man als Zuschauer ein Stück weit dahin verleitet wird, diesen Leuten den Fehler zu verzeihen, anstatt einfach zu verstehen, dass es ein problematisches Verhalten ist. Dadurch wird Fremdgehen eher als nachvollziehbare und menschliche Reaktion verkauft. Und ich würde sagen, wir schauen uns ein paar Rechtfertigungen einmal an. Das ist doch Fremdgehen. Die ganze Zeit. Er verführt uns und nur Scherz ist nur Unschuld. Ja, richtig, weil ich an meine Grenzen gehen will. Weil das für mich Temptation ist. Wenn die nichts machen, dann mache ich was. Warum denkst du, sind wir Menschen alle so? Wir sind einfach konfliktgesteuert. Es ist Urinstinkt, ganz normal. Safe, safe Urinstinkt. Das hat hier alles nichts damit zu tun, dass du jemanden fremdgehen willst. Es ist einfach Urinstinkt. Wir sind dafür geschaffen, um einfach uns fortzupflanzen. Das ist ganz normal. Ach, reines Gewissen ist jetzt übertrieben. Ich hatte natürlich auch gut einen im Täter. Trotz dessen, ja, habe ich mir viele Gedanken gemacht und bin auf den Entschluss gekommen, ja, dass ich mein Single-Leben einfach vermisst habe. Ja. Ich habe auf mein Herz gehört. Und im Endeffekt möchte ich einfach nicht mehr in so einer toxischen Beziehung sein. Um das Ganze hier gerade noch mal kurz zusammenzufassen. Die Fremdgeher entziehen sich also vollkommen ihrer Verantwortung und schieben die Schuld lieber woanders hin. Auf die Sendung, auf ihre biologischen Triebe, auf den Alkohol oder weil die eigene Beziehung eben nicht mehr so gut gelaufen wäre. Ich möchte euch aber trotzdem dazu ermutigen, zu verstehen, dass Fremdgehen immer eine aktive Entscheidung ist. Ich möchte an dieser Stelle auch dazu sagen, dass ich schon mehrfach Videos über Fremdgehen gemacht habe und es in den Kommentaren immer wieder dazu auch Gegenwind gab. Mir wird bei diesen Videos immer wieder vorgeworfen, dass ich dazu harsch und auch zu engstirnig bin und zu sehr die Meinung vertrete, dass Fremdgehen ein nicht verzeihbarer Fehler ist. Dass Beziehungen vorkommen sollen, in denen fremdgegangen wurde, man danach darüber gesprochen hat und die Beziehungen danach auch wieder harmonisch weitergeführt wurden, das will ich gar nicht anzweifeln, das gibt es sicherlich. Und wenn ihr das für euch so machen wollt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich möchte nur trotzdem ganz kurz erwähnen, dass Fremdgehen für mich bedeutet, dass Handlungen gegen eine Absprache in einer Beziehung ausgeführt wurden, die die Gefühle des Partners extrem verletzen. Dass Leute sagen, ey, aber Fremdgehen ist doch okay, weil man hat ja mal auch Lust, sich auszuleben. Ja, das nennt sich dann aber eher offene Beziehungen.
Beziehung, wenn ihr das vorher kommuniziert. Das habe ich eingangs schon gesagt. Für mich ist Fremdgehen ganz klar der Betrug und emotionaler Betrug. Wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das kann ja passieren, darüber kann man sprechen. Ihr seid nicht in der Position, so verletzt worden zu sein und es fühlt sich verdammt abgefuckt an. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wieso man zu mir dann kommt und sagt, ja, yeah, aber Fremdgehen, du tust so, als wären das die schlimmsten Menschen, die das tun. Es ist eine aktive Entscheidung, das zu machen. So, wenn ihr was mit anderen Leuten haben wollt, dann sprecht es doch mit eurem Partner ab oder macht Schluss. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass es ein absolut schwacher Move ist, das im Rücken von eurem Partner zu machen. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und ja, safe, vielleicht bin ich zu engstirnig, was das angeht, aber das ist einfach meine konsequente Einstellung zu diesem Thema. Ich habe das Gefühl, dass Reality-Shows das aber sehr deutlich relativieren. Es gibt sogar Kandidaten, die so schamlos sind, dass sie das Fremdgehen einfach wirklich komplett dem Partner in die Schuhe schieben, wie man das in dem Beispiel hier sehen kann. Aber ich habe mich erst geöffnet, nachdem ich diese ganzen negativen Bilder gesehen habe. Hey, Junge, weil es gibt Geschäftspartner, die so sehen, ja, die mich halt unseriös finden. Es gibt Familie und Freunde. Verstehst du, was ich meine? Und das und dann, ist seriös, was nein, du da machst? Nein, dann ekelst du mich an und dann bin ich bereit, offen zu sein. Und dann habe ich mich geöffnet. Und auch hier möchte ich daran erinnern, dass man immer die Möglichkeit gehabt hätte, vorher mit seinem Partner zu sprechen und nicht low-key sich reinzufressen, oh ja, die Beziehung läuft ja so scheiße und bla 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 und jetzt gehe ich fremd. Also klar, innerhalb dieser Show geht es vielleicht nicht, weil du da nicht mit deinem Partner sprechen kannst, aber in der Realität. Ihr seid nie für die Taten eures Partners verantwortlich. Die Beziehung kann komplett scheiße laufen, was man daraus macht. Das entscheidet trotzdem jeder für sich. Ich möchte aber ganz kurz auch dazu sagen, das, was ich so intern mitkriege, sage ich meine, so diesen Creator-Kreisen und so und von Leuten, die an solchen Shows auch schon teilgenommen haben, bei vielen bröckelt die Beziehung vorher schon sehr stark. Und einige sagen sich dann auch einfach so, ey, wir wissen beide, die Beziehung läuft nicht mehr so, lass mal bei Temptation Island teilnehmen. Dann verkaufen die der Produktion ihre Beziehung als, ja, nein, voll stabil, wir wollen nicht fremdgehen, aber in Wirklichkeit wissen beide, wir machen da jetzt schön ein bisschen Show, damit beide von profitieren. Also ich will jetzt nicht hier allen Leuten Temptation Island kaputt reden und sagen, alles komplett geskriptet und fake, das safe nicht. Ich will aber auch sagen, dass es einfach viele Leute gibt, die sind einfach schon, ich sag jetzt mal, die gehen damit ein bisschen mehr Kalkül ran. Da sind dann vielleicht auch die Emotionen einfach nicht so echt, wie man das vielleicht denken könnte. Kommen wir zu einem Fazit. Es gibt, wie ich zumindest durch meine Recherche herausgefunden habe, keine empirische Erhebung darüber, ob es einen Zusammenhang oder eine Korrelation zwischen es wird mehr fremdgegangen und es wird mehr Fremdgehen in Reality-Shows gezeigt gibt. Meine persönliche Meinung ist aber schon, dass ich glaube, dass wenn das in diesen Reality-Shows so dargestellt wird, wie ich das hier gezeigt habe, und das passiert super viel tagtäglich im Fernsehen und in den Mediatheken, dass das Ganze schon gesellschaftlichen Impact haben kann, dass das Ganze schon diese Themen mehr normalisiert, dass man das Gefühl hat, ja, man könnte eher selber so einen Move auch bringen, weil es passiert ja voll oft, wie man das Gefühl hat im Fernsehen. Und andersherum glaube ich natürlich aber auch, dadurch, dass in unserer Gesellschaft immer mehr fremdgegangen wird, ist es einfach auch ein Thema unserer Zeit. Natürlich greifen das dann Showrunner von solchen Shows auf und drehen ihre Shows genau um diese Themen, denn das ist offensichtlich das, was viele bewegt. Wenn immer öfter fremdgegangen wird, dann interessierst du dich auch einfach sehr für dieses Problem, weil die Angst einfach akut ist. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Beziehungen ich auch in meinem Umkreis kenne von Leuten, bei denen das einfach das fundamentale Problem ist, dieses Vertrauensproblem, weil man so viel Angst hat, dass der Partner oder die Partnerin einen betrügen könnte. Es ist ein allgegenwärtiges Thema und wird befeuert durch diese Shows, ganz, ganz sicher. Das ist meine Meinung. Was denkt ihr über das Ganze? Schaut ihr diese Shows regelmäßig? Glaubt ihr, das Ganze hat Impact auf euer Liebesleben? Oder lasst ihr euch von sowas absolut nicht verunsichern? Ich bin total gespannt auf eure Meinung. Schreibt das unten in die Kommentare. Mein Name ist Jonas. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und bis dann.